Zorro bei Volksfest TV, Philipp Moschitz. 44. Folge heute, ganz besonderer Auftakt. Volksfest, das ist was für dich als Münchner. Ja, aber natürlich. Fan, oder? Ja, sicherlich. Ja? Auf geht's. Was für ein Auftakt zur 44. Folge von Volksfest TV mit Zorro, die Klingen zu kreuzen, was ganz Besonderes. Philipp Moschitz ist heute zu Gast bei uns. Zorro, was ist das Besondere an dieser Rolle? Zorro ist ein Draufgänger, der ein Lebemann ist und in dem Moment das tut, was er denkt. Und also praktisch wie du, ne? Ja, unfassbar. Wir sehen da im Hintergrund das gleich zwei aus Jagsthausen mitgebracht. Ne? Zwei Ladies mitgebracht, ja. Wie das sich das für Zorro gehört. Ne? Der hat zwei Frauen, das ist halt so. Das ist auch so, ne? Er muss sich entscheiden, das ist auch Inhalt des Stückes. Irgendwann gibt es den Punkt, welche nehme ich? Ines, Luisa und die Jugendliebe ist es dann doch, die am längsten hält. Und irgendwann muss er auch die Maske fallen lassen, das oder? Ne? Dann muss er es heute auch mal machen. Das geht oder? Ganz ja. Einfach. Zack. Ah, jetzt sehen wir natürlich Philipp Moschitz. Jawohl. Burgdorf Jagsthausen, was ist das Besondere an diesem Ort? Jagsthausen hat eine wunderbare Atmosphäre. Jagsthausen ist ja sehr klein. Es leben dort 1500 Leute. Nach kurzer Zeit kennt man mindestens zwei Drittel, drei Viertel der Leute. Und ja, man geht in den Dorfladen, kauft seinen Kaffee und schwupps steht man auch schon auf der Bühne, weil die ist direkt daneben, die Burg. Und der Burginnenhof hat ein Flair und eine Atmosphäre, da spielt man unglaublich gerne. Und wie du spielst, da kann man mal ein paar Sequenzen einspielen im Augenblick, nämlich Zorro in Jagsthausen, Riesenerfolg, tolle Kritiken. Gab es aber auch mal eine Panne zwischendurch? Ja, aber die merkt natürlich, keiner. Zorro hat ja ein Kostüm und das Kälchen von Heilbronn, Rainer hat natürlich auch ein Kostüm. Wie fühlt man sich denn darin? Ja, fühlt sich super. Also es ist natürlich ja das Kätchen, die Kätchentracht. Und gerade als Repräsentantin von Heilbronn darf ich diese Tracht tragen und es ist natürlich ein super Erlebnis. Für mich natürlich auch eine Ehre, es zu tragen. Und es ist einfach super. Es fühlt sich auch super an. Im Hintergrund spielen die Krummis, das hört man. Hier ist richtig was los heute. Auch der Firmentag, zahlreiche Firmen zu Gast auf dem Heilbronner Volksfest. Sie haben sich durchgesetzt gegen einige andere Bewerberinnen. Das haben wir dann auch in einem Film nochmal gesehen, Sie ganz privat. Da wollen wir ein paar Ausschnitte noch einmal zeigen. Erinnern Sie ganz privat, nämlich am Klavier beispielsweise, dann auch beim Backen und vor allen Dingen beim Reiten und beim Zeichnen. Wie kam es denn zum Zeichnen? Oh, das fängt eigentlich schon ganz früh an. Also schon als kleines Kind, ja, habe ich schon immer gern gemalt. Dann während meiner Oberstufenzeit hatte ich Kunst als Hauptfach gewählt und dann hat sich es einfach weiterentwickelt. Da habe ich auch in Kunst mein Abi gemacht. Ja, und dann ist es so entstanden, dass ich gern mit Acryl und Öl male und mache es auch weiterhin. Es ist einfach auch so ein schöner Ausgleich, es beruhigt und man kann einfach auch wirklich alles malen. Das ist ein komplett alles offen. War das was Besonderes, als die Kollegen von Stimmetauf TV bei Ihnen ganz privat waren? Ist natürlich schon was Besonderes, halt, dass ich auch die Möglichkeit hatte, mich anhand von dem Video dann vorzustellen am Wahlabend und zu zeigen, wer ich bin, was ich so mache. Und ich meine, täglich hat man ja auch eine Stimme TV bei sich daheim. Genau. Und ganz besonders ist auch Ewart Schell, Schokolatier, Trendschokolatier, habe ich gesagt, aus Gundelsheim. Wie wird man das eigentlich? Ja gut, ganz einfach, zur Liebe zum Beruf und natürlich in erster Linie tolle Produkte zu verarbeiten, macht Spaß und vor allen Dingen dann die Gäste, die Leute, die Kunden mitzunehmen. Auf die Entdeckung, gute Schokolade. Was für eine Schokolade wäre mir toll heute. Heute können wir uns ja richtig hier den Bauch vollhauen. Ne? Leckereien. Was passt denn am besten zum Bier? Ja, da gibt es verschiedene. Zum einen natürlich sehr kräftig herbe, weil ja der Hopfen auch die Herbe mit hat. Da haben wir eine dabei und dann haben wir ja Biere, die sehr malzig sind. Und da passt oft als eine Milchschokolade ganz gut dazu. Werden wir gleich testen. Philipp, wie ist bei dir? Eher Gummibärchen oder Schokolade? Ja, natürlich Gummibärchen. Ja, musst du jetzt unseren Zuschauern verraten, warum. Ne? Ja, Gummibärchen. Aber das sieht köstlich aus, das sieht unfassbar aus. Mir läuft das Wasser im Mund. Ja, du musst noch ein bisschen warten. Kann mich kaum zurückhalten. Muss noch ein bisschen warten, denn jetzt kommt nämlich der Teilhacker, Chef von Haller Löwenbräu. Schön, dass Sie da sind heute Abend. Sie sind Biersommelier. Was ist denn ein Biersommelier und wie wird man das? Also werden tut man es durch eine zweiwöchige Ausbildung, viel Theorie, Herstellungsprozess, Rohstoffe, aber natürlich auch nachher praktische Übungen, also man muss sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Ja, was macht man nach Jahren des äußerlichen Fokus auf die Biere, Etiketten und Preis? Haben wir doch eine Tendenz wieder hin zum Inhalt, wie schmeckt es, was gibt es für besondere Biere und da ist der Sommelier, glaube ich, der Erklärer zwischen den Brauereien und den Konsumenten. Und jetzt haben wir heute eine ganz besondere Bierprobe, das wollen wir jetzt gleich mal machen. In aller Kürze, was haben wir denn im Glas? Von der Kamera aus gesehen, auf der rechten Seite haben wir das Volksfestbier, genau.
Normales untergäriges, etwas stärkeres Bier. Das zweite ist ein leichtes Pilz, wo wir noch Hopfen nachträglich draufgegeben haben. Und das dritte ist ein englischer Biertyp, ein Stout, wo wir noch eine Holzfasslagerung oben draufgelegt haben, damit es echte Holzfassaromen kriegt. Gut, und damit wir das jetzt auch richtig testen können, lassen wir uns ein bisschen Zeit. Es gibt den Zeitraffer und wir trinken jetzt erstmal ein wunderbares, kühles Bier. So, also eine ganze Menge, was wir da zu testen hatten. Philipp, wie hat es dir denn geschmeckt? Ja, ist unfassbar gut. Also drei unterschiedliche Biere, sehr, sehr lecker, sehr kräftig im Geschmack. Und ja, der Schauspieler müsste eigentlich alle Gläser schon leer haben, wenn man dem Klischee glaubt. Ja, das kommt ja nachher noch. Selbst du als Münchner erlebst also, dass es sehr gute Biere gibt, ja, sozusagen. Ja, in der Tat. Lieber Schell, was soll man denn jetzt für ein Praline dazu nehmen zu den Bieren? Also ich denke, ich hoffe, dass ich mal für alles soweit dabei habe. Ganz klasse finde ich das hier, weil es auch so ein bisschen Barrique-Aroma hat. Und ich denke, da passt sogar eine Milchschokolade ganz gut, weil es schön milchig ist. Ah, ja. Okay. Da würde ich mal Zugang empfehlen. Da würde ich die Rio Imbi mal empfehlen. Das ist eher mal von hier, dass wir gleich mal loslegen können. Die Praline, okay, da für die Praline würde ich das nehmen. Und zwar, das ist die mit den schwarzen Streifen zu diesem Bier. Weil das auch ein bisschen so, mich erinnert es ein bisschen an Kraftbier. Von der Idee her. Und da ist auch ein Kraftbier drin von der Häfner Brauerei. Also greift zu hier und probiert mal, Philipp. Ja, direkt. Sind Sie auch Biertrinkerin oder jetzt nur mal so eine Ausnahme heute? Ach ja, so hin mal wieder. Aber jetzt eigentlich, ja, das geht so. Ich trinke auch mal gern ein Gläschen Wein. Freue ich mich aufs Weindorf, ja, zum Beispiel. Sehr klar, ne? Aber ich finde es ganz interessant, wie klein da die Unterschiede sind zwischen den einzelnen Sorten. Also gerade zwischen den ersten beiden. Aber es ist unglaublich, was man da alles kreieren kann. Bier und Schokolade, ist das für Sie was Neues? Für mich ist es, glaube ich, nichts Neues, weil man es beim Biersommelier auch lernt, so wie Bier und Käse. Ich glaube, für die meisten Konsumenten ist es doch was Neues. Aber eine schöne Kombination, funktioniert sehr gut, auch abends auf dem Sofa. Ja, da kann man sich erholen. Und hier geht es drunter und drüber, man merkt das nach so einer Bierprobe. Deswegen brauchen wir jetzt dringend eine Pause und wollen mal die Bilanz vom Heilbronner Volksfest ziehen mit Karl Mayer. Und er hat einiges Spannendes zu erzählen und das hören Sie jetzt. Ja, Karl Mayer, Bilanz. Wir ziehen Bilanz vom Volksfest. Wir haben hier eine tolle Seite, die in der Heilbronner Stimme ist, mit Zahlen und Fakten zum Volksfest in Heilbronn. Wie fällt die erste Bilanz aus Ihrer Sicht aus? Na ja, sagen wir mal so, das Heilbronner Volksfest 2016 wird jetzt nicht als absolutes Rekordjahr in die Bücher eingehen. Es gab Licht und Schatten. Heute zum Beispiel haben wir ein sehr erfreuliches Ergebnis bei unserer Neukreation Mayers Feierabend. Viele Firmen da, ne? Viele Firmen da, es sind etliche hundert Leute gekommen, um dieses Angebot anzunehmen. Der Familientag war sehr gut gestern und dann gab es natürlich auch ein paar Tage, muss man ehrlich sagen, da waren wir etwas enttäuscht vom Besuch, aber so ist es halt. Apropos in die Bücher gehen, ich habe jetzt auch ein Buch hier, nämlich die Erinnerung von Ihrer Mutter. Wie kam es denn zu dem Buch und wo ist es erhältlich? Es ist gar nicht erhältlich, man muss es sich schenken lassen, wenn man einen guten Draht zur Familie hat. Es ist nicht für den Verkauf gedacht, es ist einfach dem Umstand geschuldet, dass meine Mutter irgendwann gemerkt hat, dass sie wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein wird, den Enkelkindern so richtig ihr Leben zu erzählen. Und dann haben wir vor ein paar Jahren gesagt, dann musst du es aufschreiben. Und dann haben wir eine Ghostwriterin gehabt, die Frau Dr. Breitling aus Tübingen, die ihr dabei ein bisschen geholfen hat. Und so ist es zustande gekommen. Meine Frau hat es dann ein bisschen in Form gebracht, ein paar alte Bilder ausgesucht und in erster Linie ist es gedacht, um ihre Erinnerungen festzuhalten für die Enkel und für gute Freunde. Das ist der Blick zurück, jetzt blickt man nach vorne. Ich habe gehört, heute Mittag gab es auch ein Treffen von euch, wie es weitergeht. Buga 2019, gibt es da schon ein erstes Ergebnis? Nun, das erste Ergebnis, das Positive ist eigentlich, dass alle Beteiligten sich gegenseitig versichert haben, dass man einen Weg finden wird, wie beides parallel stattfinden kann. Das war jetzt für mich mal das Wichtigste. Okay, dann freuen wir uns jetzt mal auf die letzten paar Tage hier. Es gibt ja tolles Wetter am Wochenende, ja, vorausgesagt. Optimal. Und mit vielen Programmpunkten, inklusive des großen Feuerwerks am Sonntag. Sonntag. Viel Erfolg dafür und vielen Dankeschön. Dankeschön. So, und jetzt sind wir wieder zurück im Festel-Studio. Philipp,
Bier ist ja ein Stück Heimat eigentlich auch. Heimat ist auch Dialekt. Du sprichst ja auch Schwäbisch, habe ich in Jagsthausen festgestellt. Mach ja. mal, ne? Ja, also Schwäbisch ist ein bisschen schwierig für mich, aber ich komme aus Osnabrück gebürtig und da spricht man eigentlich wie in Hannover das perfekteste Hochdeutsch. Somit habe ich gar keinen Dialekt. Ich kann die nur schlecht nachmachen. In Zorro zum Beispiel, die sind meine Freunde aus Baden-Württemberg, die besten Dänzer, gell? Und da gibt es immer Applaus, gell? Ganz toll. Und Applaus gibt es auch, wenn du singst. Kannst du mal gegen die Band hier ansingen, hier im Hintergrund, so ein bisschen was so von den Gypsy Kings oder ja, so? Natürlich. Bambolea, Bambolea, spiel wie dich hier Geist verführt, er beherrscht dich ganz. Darf ich in der Show nur am Ende singen? Dafür ist meine Ines zuständig. Ah, aber das sind doch... Valeria Laubach, großartig. Ja, alle heute mit dabei, ne? Du hast ja alle mitgebracht hier heute Abend. Bühne oder Fernsehen? Wir kennen dich aus vielen Fernsehrollen, auch Rosenheim-Korps, In aller Freundschaft, Tatort. Was ist geplant für die Zukunft oder sagst du, du lässt das völlig offen? Nein, es ist die Kombination. Es ist was ganz anderes, wenn man vor der Kamera steht, als auf der Bühne. Auf der Bühne musst du jeden Abend im direkten Kontakt mit dem Publikum sein. Vor der Kamera ist es, ja, da spielt man einfach ganz anders, kleiner, filigraner. Und auf der Bühne ist natürlich auch drin, aber da kann man auch mal die Sau rauslassen. Das machen wir in Zorro. Ja, das sehen wir ja auch immer wieder in Zorro. Gibt noch einige Vorstellungen, kann man noch kommen. Acht. Ne? Bis zum 27. August spielen wir noch Zorro. Und es gibt Tickets, es gibt Karten. Es ist gut besucht, aber es ist noch nicht ganz bumsvoll. Es geht also, noch. Unbedingt hingehen, tolle Veranstaltung, tolle Vorstellung. Zorro! Ja, ja, genau. Und du liebst ja die Action. Das müssen wir auch noch mal ganz kurz zeigen. Wir haben Ausschnitte noch aus Trips Drill, wo du wagemutig in der Achterbahn unterwegs warst. Da waren wir zusammen ziemlich gut, finde ich. Wir waren unglaublich gut. Ne? Sehr mutig. Extrem mutig. Abenteuerlustig. Ja, wir haben alles gegeben. Ne? Ja. Herr Schell, was haben Sie denn noch für Pläne? Ja, Pläne gibt es viele. Es fehlt nur ein bisschen am Kleingeld. Am Kleingeld? Die Schokolade ist doch so teuer bei euch, oder? Ist nicht teuer, ist ihren Preis wert. Ja, das sag ich auch immer bei der Zeitung. Ja? Feiner Unterschied. Ja, genau. Sie wissen ja, Qualität macht schon was und Qualität ist einen Preis wert. Ja gut, ich meine, in Zukunft schon eine Schokoladenerlebniswelt in Gundelsheim. Inzwischen ist die große Tochter im Betrieb. Die hat auch diese junge Linie jetzt kreiert mit diesen Schokoladenpralinen, wie sie jetzt gerade eben am Tisch sind, unter anderem auch Kraftbier für sie und für ihn. Und also sagen wir mal so, die Pläne gehen uns nicht aus. Ja? Sie haben ja jede Menge Angebote, wir haben es ja gesehen, auch Chocolatier-Kurse, das haben wir auf der Heilbronner Hütte erleben dürfen mit unseren Lesern. Ganz toll, wie Sie das gemacht haben. Was aber auch noch interessant ist, ist denn jetzt Zartbitter tatsächlich gesünder als Vollmilch, stimmt das? Ja, also edelherbe Schokolade ab 70% Kakaoanteil hat auf jeden Fall, ist von Gesundheitsaspekt her wertvoller wie Milchschokolade. Sie können auch viel mehr dunkle Schokolade essen wie Milchschokolade. Theoretisch kann man bis zu 1 Kilogramm dunkle Schokolade essen, ohne auch nur 1 Gramm zuzunehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Wunderbar. Dann nimmt man gar nicht zu, kann man noch ganz viele Schokolade essen. Und da sind wir schon wieder beim Bier natürlich. Herr Deilager, wie läuft denn der Biersommer für Haller Löwenbräu? Man hört ja einiges. So richtig heiß war der Sommer in Sachen Bierverkauf dieses Jahr noch nicht, oder? Wie war es bei euch? Also für uns war der Sommer bislang gut. Das zum Thema heiß ist so ein bisschen zweischneidig. Letztes Jahr hatten wir ja tollstes Wetter. Aber irgendwie, wenn es zu heiß wird, trinken die Leute auch nicht mehr. Dann ist das Bier wohl zu viel. Insofern sind wir mit dem Jahr bislang sehr zufrieden. Es war ein angenehmer Sommer. Der hatte so mittlere 20 Grad. Das war schön. Wir hatten natürlich eine kleine EM, die uns ein bisschen die Biergärten und die Public Viewing-Geschichten vollgespielt hat. Auch positiv. Und ich denke, was wir auch kriegen wieder, ist momentan eine Rückbesinnung zu regionalen Brauereien. Das merken wir auch. Die Leute sind vielleicht doch die Einheitsbiere der größeren Brauereien etwas leid und wollen wieder etwas speziellere Biere. Das sind sicherlich kleine regionale Brauereien mit ihren begrenzteren Vertriebsgebieten, ihren eigenwilligeren Braumeistern, ihrem breiten Sortiment sicherlich auch besser aufgestellt. Und ich denke, da ist was vom Craft Beer, dieser großen Bewegung aus den USA, auch wieder auf die Kleinen zurückfällt. Und insofern können wir uns über das erste Halbjahr nicht beklagen. Jede Menge Angebote also auf dem Biersektor, jede Menge Angebote auch für dich. Nicht nur als Schauspieler, du bist als Regisseur erfolgreich, warst jetzt in München, machst jetzt weitere Projekte. Wie geht's weiter bei dir? Ich habe in München Schick inszeniert und das hat mir sehr viel gebracht, denn dorthin habe ich einfach Intendanten eingeladen von verschiedenen Theatern und schwuppsdiwupps inszeniere ich jetzt in meiner Heimat Osnabrück am Stadttheater eine Uraufführung der dicke Sternschnuppe und in St. Pölten eine Flüchtlingsgeschichte, der Junge mit dem Koffer. Wann machst du mal Urlaub? Urlaub? Ich hoffe, dass ich im Oktober mal eine Woche frei habe. Wo geht's hin? Das ist noch nicht geplant. Aber ich muss, glaube ich, einen Strandurlaub machen, um einfach mal auszuschlafen. Das
Das muss jetzt kommen. Das können wir dir. Einfach den Akku auftanken. Ja, genau. Und es gilt ja auch fürs Volksfest in Heilbronn. Akku auftanken für das große Finalwochenende. Wir haben ja heute natürlich Action hier im Festzelt. Heute Nachmittag war der Seniorennachmittag. Wir sind übrig geblieben vom Seniorennachmittag heute Nachmittag. Und aber jetzt im Zelt geht es natürlich richtig ab. Und am Freitag mit der SWR3-Party hier im Festzelt nochmal richtig Action geboten. Und am Sonntag haben wir dann den Frühschoppen mit dem Musikverein in Kirchhausen und vor allen Dingen dann auch das große Abschlussfeuerwerk. Und das war unsere Finalausgabe von Volksfest TV Folge 44. Schön, dass Sie wieder alle mit dabei waren. Viel Spaß am Wochenende. Danke, dass ihr da wart. Und in diesem Sinne, zum Wohl. Zum Wohl.